Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Seriencharakter-Quiz. Und heute unsere Quizzer sind Peter, Bram und Christian. Hallo. Ich bin Hallo. Ja, ihr seid Quizzer. Und diese Liste hat Jack Beam uns zugesandt. Ihr müsst gleich 10 Serien erraten anhand der Charaktere, die dort mitspielen. Ihr kriegt bei jeder Serie 10 Charaktere genannt, aber nacheinander. Wir beginnen mit einer relativ kleinen Rolle und arbeiten uns dann bis zu den bekannten Rollen vor. Und ihr könnt jederzeit buzzern. Ist das falsch, bekommen die anderen jeweils einen Punkt. Ist es richtig, bekommt ihr die Punktzahl, die bei dem Charakter, bei dem wir gerade sind. Buzzert ihr beim ersten und habt's richtig, gibt's 10 Punkte. Beim zweiten 9, 8 und so weiter, bis dann es nur noch einen Punkt gibt. Easy. Habt ihr verstanden? Hab ich verstanden. Sehr gut, dann dann beginnen wir mit der ersten Serie. Denkt dran, das sind immer Serien. Und der erste Charakter aus dieser Serie für 10 potenzielle Punkte heißt Gilly. Gilly? Oder Gilly? Oder Gilly. Gilly. Gilly, 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 Gilly. Gilligan's Island kenne ich, aber da ist eher so der Hauptcharakter Gilly. Wie heißt nochmal die aus Harry Potter, die Harry nachher heiratet? Hermine? Ginny heißt die? Ron, nee, Moment. Ginny Weasley. Hagrid. Ja, wie Ginny, was kommt, wenn du an so einer Dingens reibst? Ja, ich glaube irgendwie so, aber Grey's Anatomy. Das ist falsch. Oh, das wäre Brams Home-Turf-Territory. Ich wollte gerade sagen, also das hättest du doch direkt gewusst, Bram. Ich gebe euch direkt mal den zweiten Charakter 9 Punkte, wenn ihr es jetzt wisst. Craster oder Craster oder wie auch immer man es ausspricht. Das ist übrigens das Quiz, wo ich die Sachen immer nicht aussprechen kann. Also seht es mir nicht nach. Also du kannst normale Namen. Serie. Willst du deine Kinder nicht auch Gilly und Craster nennen? Ach, Craster. Da ist selbstverständlich Gilly. Game of Thrones. Das ist Game of Thrones. Ja, richtige ist Antwort. Nice. Weil Gilly ist die sich dann zusammentut mit dem Sam. Und Craster ist, glaube ich, der, wo Gilly war. Gilly, ja. Der Dude, der in dieser, das nördlich der Wall, da sich die Frauen gehalten hat. Der seinen Harem da gehalten hat. Stimmt das überhaupt, was ich da gerade erzähle? Stimmt, dann ist Gilly aber echt schon nah dran. Und Craster müsste das wirklich sein, Peter. Ja. Da wo die anfangen, die ganzen Watchmen zu killen. Und der Aufstand ist und so. Das war zumindest mein Gedankengang. Ich glaube, das stimmt mit Craster. Die restlichen Charaktere wären übrigens noch Illyan Payne gewesen. Wahrscheinlich alles falsch. Da hätte, glaube ich, jeder gedrückt. Okay. Alisa Thorne, Sirio Forel, dann Shay, oder wie auch immer. Shay, das war die Nutte. Ygritte. Ja. Ygritte. Gendry. Bronn und Grauer Wurm. Aber krass. Also Illyan Payne und die danach kam, hätte ich wieder nicht gewusst. Ja, so hat sich das jeder anders gemerkt. 9 Punkte für Peter, 10 zu 1. Ja. Christian zu 0. Das war's wert des Trash-Talks. Das ist mir so ein Licht aufgegangen. Ja, aber manchmal muss das ja auch so sein. Ja. Dann ist das vielleicht bei der zweiten Serie auch so. Wir beginnen wieder mit 10 Punkten, mit dem ersten Charakter. Und der heißt Beppo oder Beppo oder wie auch immer. Oh, Beppo. Cowboy Bebop. Wait, nee, Beppo habe ich schon mal gehört. Beppo der Clown? Beppo der Hase. Okay, scheint bei euch kein Licht aufzugehen. Ich habe Assoziationen, aber ich weiß keine. Ich habe das schon mal gehört, Beppo. Gehen wir zum nächsten Charakter für 9 Punkte. Pudding. Okay, jetzt bin ich wieder raus. Pudding. Das ist wie Klößchen bei TKKG. Peter, so heißt der doch nicht mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Der heißt jetzt anders. Der heißt ja auch nicht mehr Tarzan dann nach der Zeit. Ja, aber der ist jetzt Kimme. Schwitzkimme heißt er jetzt. Das ist weniger Bodyshaming. Ja, Klößchen nicht mehr, heißt Kimme. Der Hund von Bushido heißt Pudding. Und zwar nur deswegen, weil der vorher Putin hieß. Das war ein crazy Fun Fact, Junge. Ja, stell dir das mal vor für einen Hund, wenn du plötzlich anders heißt. Finde ich ganz schön krass. Ja. Stell dir vor, du hast einen Truthahn. Wie würdest du den denn benennen? Hä? Was? So wie alle anderen auch. Ja, ich dachte jetzt an Goebbels in dem Fall. Ach so. Hast du die Doku gesehen, Andi, etwa, über diesen Gangster-Rapper? Gangster-Rapper? Diesen Gangster-Rapper. Ja, ist der doch nicht mehr, oder? Bushido? Nee, ich hab's nicht gesehen, aber diese Info wurde mir zugetragen. Ah, Moment, ganz kurz. Ganz kurz geklingelt. Ja. Oh. Boah, ich kenn Pudding legit irgendwoher. Also jetzt.
Pudding noch bestimmt schon viel gegessen, so sieht's auch aus. Ja, es, also ich denke, das habt ihr gesehen. Ich denke schon, aber das ist auf jeden Fall vielleicht ein bisschen schwieriger als Serie Nummer 1, bei der ihr ja mit Game of Thrones, ich glaube, da noch super krass drin seid. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich weiß noch, wie wir mal bei Lokale Games waren, unsere Aufnahmetage, und wir den unterbrechen mussten, weil da die neue Folge Game of Thrones rauskam. War das nicht sogar die letzte? Nee, die letzte haben wir in Norwegen geguckt. Ach, die haben wir in Norwegen geguckt. In dem Hotel, wo die Busse mit den Asiaten aufgefahren ist, als wir die fragen wollten, ob die ein Foto von uns machen. Ja, stimmt. Und Bram das nicht hingekriegt hat, weil die halt kein Englisch konnten. Beide. Ja. Beide. Ja, aber Andi, das war damals wichtig, das war ja wirklich ein Weltphänomen, das könnte man sagen, eine der bekanntesten Serien der Welt. Ja. Ja, ich habe euch das auch gegönnt, nur ich habe dann währenddessen so das nächste Set aufgebaut. Ja, das dauert nämlich auch immer ungefähr so lange, wie eine Folge geht von Game of Thrones. Ja, also und dann habe ich immer rüber geguckt, wie er da so guckt, und ich habe immer sehr viel so sehr dunklen Bildschirm und habe dann immer mal so da mal so eine Kamerafahrt, da ist wieder ein Drache, und dann habe ich gedacht, ja, das ich baue jetzt hier mal weiter auf. Sieht jetzt nicht so spannend aus, okay. Aber es stimmt wahrscheinlich nicht. Ja, wie erzählt ja jeder, so die letzten zweieinhalb Staffeln waren eher so, du hast es geguckt, damit es endlich zu Ende ist. Aber wirklich legit, du hast dieses weltweite Phänomen, das sich durch die letzten Staffeln selbst gelöscht hat, weil kein Mensch sich dir jetzt nochmal alle Staffeln gönnt, was natürlich bei einem guten Ende nochmal, dann wäre das auch noch ein Phänomen geblieben, und dadurch, ab dem Moment hat einfach keiner mehr drüber so groß geredet. Wobei ich glaube, für die andere Serie haben viele nochmal, also ich habe nochmal Game of Thrones geguckt. Dafür habe ich dann auch wieder angefangen, ja, stimmt. Und die ersten Staffeln, das wäre ja blöd gewesen, weil die ersten Staffeln sind so gut, und dann die letzten nicht zu gucken, wäre halt einfach kacke gewesen. Ja. Die waren wirklich unendlich gut. Aber ich muss auch sagen, das Ende hat mich doch überrascht. Ja, also so überrascht viel kann man zumindest sagen. Also, ja. Also wenn mich ein LKW überfährt, dann überrascht mich das auch. Ja, natürlich. Habt ihr Lost gesehen? Ja. Ist das, da wird doch auch gesagt, dass das ein sehr schlechtes Ende ist. Auch nicht, oder? Das beste Ende der Welt. Das, bei Lost ist es immer so, die spielen immer so ein bisschen mit, weißt du, so Jonathan Frakes, ist das Wahrheit oder nicht Wirklichkeit? Also so, wie viel ist da Realität und was nicht, und kann das passiert sein? Und am Ende driftet dann alles sehr in so Mysterium-Kram ab. Du kriegst halt keine vernünftigen Antworten auf die ganzen Fragen, die sie über all die Jahre aufgebaut haben. Genau. Okay. So, aber woher kommt, keine Ahnung, der und warum schwarze Monster und wieso überhaupt das Ganze, also. Aber ist das besser als bei Game of Thrones? Also kann man sich das noch angucken, obwohl man weiß, Lost? Dass das Ende nicht so stark ist? Ja. Vor allem, du musst überlegen, Lost ist einer der ersten Serien gewesen, die diese krassen Cliffhanger, also die haben das immer geschafft, weißt du, du guckst dir 40 Minuten lang eine Folge an, die ist schon ziemlich cool, und die letzten 10 Minuten wird dann irgendeine Frage aufgeworfen, wo du denkst, oh, holy shit, und dann ist die Folge vorbei. Und dann musst du eine Woche warten. Und die Cliffhanger wurden dann aber auch immer ganz gut, muss ich sagen, aufgeklärt. So, es hat sich gelohnt, dafür zu warten. Nur so das große Ganze plotmäßig schwierig. Also ich finde, Lost kann man sich immer noch gut geben. Vor allen Dingen mag ich das Setting halt sehr gerne. Gut. Okay, das merke ich mir. Vielleicht gucke ich mir die dann auch nochmal an. Ja, die sind halt so gezwungen worden, das aufzudecken, wa? Du bist ja jetzt zum Glück schon zum ersten Mal geflogen. Ja. Dann kann ich jetzt auch Lost gucken. Ach so. Ich hätte jetzt nicht vor meinem ersten Flug geguckt, wie ein Flugzeug abstürzt. Stimmt, das ist ja das Thema. Ja, okay, ja. Gut, aber Bram ist wieder da, und wir haben zwei Charaktere bisher aus dieser Serie aufgedeckt. Beppo und Pudding oder Beppo oder wie auch immer. Und wir kommen zum dritten. 8 Punkte gibt's dafür, wenn ihr es jetzt wisst. Sasaki. Was? Okay, das haut mich ja völlig raus. Beppo, Pudding und Sasaki. Ja. Ist das Cyberpunk Edge Runner? Wegen Sasaki? Das ist nicht. Okay. Dann habe ich ein Problem, weil ein asiatischer Name. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann gebe ich euch den vierten Charakter 7 Punkte. Dafür Foxy. Okay.
Foxy. Ist das einer eurer Animes? Oh, nee, hier, das ist. Ist das Drawn Together? Nope. Drawn Together, holy fuck, Alter. Ja. Das ist schon lange her. Foxy? Dann, ja. Boah, soll ich jetzt anfangen durchzugehen? Ach komm. Christian. Archer. Archer, nope. Ist auch gut. Christian. BoJack Horseman. Nein. Schade. Gut, dann gebe ich euch den fünften Charakter. 6 Punkte, wenn ihr es wisst. Jin. Oder Gin. Ja. Ramen. One Piece. Ja. Ja, direkt. Wusste ich doch, dass das eine von euren Animes ist. 6 Punkte für Bramen, das bringt dich auf 9 Punkte. Die nächsten wären noch gewesen, auch alle wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Tsunesha, Kaido, Vivi, Smoker und Buggy. Mhm. Geil, ich hätte keinen gewusst. Buggy, der Clown. Hey, da kommt er nicht mal bei eins. Wie heißt der Typ da? Ruffy? Oh Mann. Ja, schau mal nicht. Da wäre dann vielleicht doch zu leicht. Da gibt es schon nur einen Punkt, hallo? Ja, reicht ja. Wir kommen zur Serie Nummer 3 und der erste Name, 10 Punkte, wenn ihr es wisst. Lysa Tabak oder Lisa Tabak, Lisa Tabak. Oh, das ist also so Doppelnamen, finde ich, sind schon echt ein starker Tipp, aber dafür dann 10 Punkte geben. Tabak. Dann oh. Gehen wir da zum jetzt bin ich lost. Zweiten Charakter. 9 Punkte. Ah, jetzt kommt. Bruce Bennett. Das habe ich schon mal gehört. Das habe ich ja auch schon mal. Aber ja, Bruce Banner hast du schon mal gehört, weil das der Hulk ist. Ach so. Kann auch sein, dass du Bruce Bennett gehört hast. Bruce Bennett. Das klingt nach so einer US-amerikanischen Serie. Ja. Ja. Wieso sollte denn Bruce? Suits. Nein. Schade. Das ist falsch. Hast du gesagt Jules? Suits, die Anzüge. Ach, Suits. Das wäre geil, wenn das der Untertitel wäre. Suits, die Anzüge. Lost, die sind verloren. Game of Thrones, das Spiel der Throne. Ist es Throne oder ist es Tröne? Ich hätte gesagt Throne. Hast du Tröne, ey. Wie auch immer, wir gehen direkt zum dritten Charakter. 8 Punkte. Susan Hollander. Das kenne ich doch alles. Das habe ich auch schon mal gehört. Susan Hollander? Habe ich nie gehört. Sind die Bram. Boys? Nein. Bruce Bennett. Ja. Ist das so eine Marvel-Serie? Oh, vielleicht. Könnte natürlich vielleicht, sein. Und zwar aber davon habe ich nicht so viele gesehen. Helden der zweiten Reihe oder so heißt die. Ich glaub, die sollten wir auch mal rausbringen. Du hast mit der Hexe gesehen. Wie ist das denn nochmal? Hex. Du meinst WandaVision? Baby und ja, Tino. Genau. Ja, auf Amadeus und Sabrina. Der vierte Charakter, 7 Punkte, wenn ihr es wisst. Philly Falzone. Ja? Philly? Wind. Philly. Philly. Philly Felsen. Peter. Hier, Fesse. Wie hieß der? Der heißt. Philly Felsen. Nee, der. Moment, ich hab sofort. Ja, Daredevil. Nope. Vielleicht ist es Sopranos. Oh, nee. Ja, wegen Philly Falzone. Ja, aber die habe ich letztens noch geguckt. Da naja, stimmt, da hättest du besser angeschlagen, ne? Wie so ein Jagdhund, hast recht. Achso. Kommen wir zu Charakter. Du meinst, der hätte ein Geräusch gemacht. Kommen wir zu Charakter Nummer 5. Und wenn ich mitspielen würde, dann wüsste ich es jetzt, glaube ich. Okay. Wenn du mitspielen würdest. Achso, bei uns. Ich dachte, in der Serie. Terrence Steadman. Christian. Scheiße, wie hieß die Serie noch, wo die immer sagen: Gute Nacht, wie hier unsere kleine Farm. Nein. Andi, hast du Better Call Saul gesehen? Ich sag Better Call Saul. Zum Teil, aber ist falsch. Was guckt Andi denn? Der hat Trash, oder? Das könnte GZSZ sein. Das ist unfassbar. Vielleicht ist das auch unter uns.
Ja, niemand guckst du so für. Er darf ja, jetzt aber natürlich nicht sagen. Ich will jetzt nicht sagen. Nee, er musste danach aber mal sagen, so was die beste Serie ist, die du jemals gesehen hast. Andi hat eben gesagt, er wüsste hier gar nichts. Das heißt, das war schon gelogen. In dem Fall nicht. Ja. Sechster Charakter, 5 Punkte, wenn ihr es wisst. Mary Cruz Delgado. Hm. So langsam raus. Bram. Ist das Escobar? Nein. Christian. Dallas. Nein. Nein. Gebe ich euch noch einen Charakter. Charakter Nummer 7. 4 Punkte, wenn ihr es wisst. Spreche ich wahrscheinlich wieder falsch aus, weil ich habe auch kein gutes Gedächtnis für Namen. Roy Geary oder Gary? Keine Ahnung. Boah, ich habe auch keine Ahnung. What the fuck? Brammen. Sind das die Gilmore Girls? Nein. Bram geht nur noch danach, was Andi geguckt haben könnte. Deswegen auch so. Ja, ich bin. Ich hab mich zu sehr beeinflussen lassen. Vielleicht kommt er jetzt nicht mehr weg. Weißt du, damit sind so alle High-Critics-Serien sind so raus. Okay. Nein, Gilmore Girls ist mega. Also. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Hab ich Gilmore Girls schlecht getan, sorry. Ich meine, du musst überlegen, du heißt Rory und nennst deine Tochter Rory, aber damit man sich gar nicht unterscheiden kann, das heißt man die eine Lori, die andere Rory. Okay, ich gebe euch den 8. Charakter 3 Punkte, wenn ihr es wisst. Ja. Alexander Mahoney. Mahoney, der ist aus hier Police Academy. Oder Mahone, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Mahoney. Ja. So hieß der doch, oder? Mahoney? Bram. Ist das Brooklyn 99? Nein. Gebe ich euch den 9. Charakter, 2 Punkte, wenn ihr es wisst. Veronica Donovan. Ach, scheiße, nee! Das war ein Typ! Oh, es gibt doch eine Serie, die heißt Donovan. Sagt ihr doch sicherheitshalber, vielleicht ist ja, das seine Donovan. Frau. Ist falsch. Vielleicht ist er, ja, legit. Gut. Dann kriegt ihr den letzten Charakter und jetzt müsstet ihr es eigentlich wissen. Einen Punkt bekommt ihr und der Charakter heißt Lincoln Burrows. Moment. Burrows. Also ich kenne Joe Burrow. Ja, ich habe gar keine Ahnung. Vier. Ist das Peaky Blinders? Nein. Ah. 3, 2, 1 und dann schließe ich diese Frage. Es ist Prison Break. Da habe ich ein paar Folgen von gesehen, als die rausgekommen ist. Glaube ich auf IMDb eine der bestbewertetsten Serien. Ach, was? Ja. Okay. IMDb hat auch keine Ahnung. Hast du die gesehen, Andi, komplett? Die ersten 2 Staffeln. Und dann hat sie dich verloren. Und dann hat die beste Serie dich verloren. Nein, es ist, also ich glaube, wobei. Es wiederholt sich halt, ich sag's mal so. Ist die denn abgeschlossen, die Serie, oder läuft die noch? Ich glaube, die ist abgeschlossen, ja. Naja, also jede Staffel spricht halt jemand anders so aus, weißt du? Ja, so könnte man das sagen, ja. Weißt du noch, von wann das ungefähr war? 2005, die erste Staffel? Ich. Ah, okay. Irgendwo da, schon ein bisschen, also ja. Mitte, Anfang 2000er. Wenn man überlegst, ist bei 20 Jahre her. Aber immer noch gut, kann man immer noch gut angucken. Ja, aber gut, aber ihr wusstet es nicht. Deswegen gehen wir direkt zur nächsten Serie weiter. Und jetzt geht ab. Für 10 Punkte. Ups, sorry. So. George Foyer oder Foyet oder wie auch immer. Sorry. Fuck. War das ein Buzzer? Warum fuck? Nee. George. Wolltest du was sagen, Penner? Nee, aber das hast du gerülpst. George Foyer? Dann in welcher Richtung geht das denn wohl so? George, geh nicht dahin, oder? Das ist keine deutsche Serie, würde ich sagen. Ja, aber das ist ja schon mal. Nein, nein. Georg! Das ist ja trotzdem. Es gibt ja wahrscheinlich eine deutsche Synchro, ne? Also, sagt dann die Frau eher so: George, der Grill ist noch an, oder? Vorsicht, George, dahinter könnte ein Geist lauern. Geh nicht ins Foyer. George Foyer. Ich sehe schon, ihr kommt nicht drauf. Nächster Charakter, 9 Punkte. Peter Lewis. Nee, das ist ja absoluter Quatsch, was ich hier gerade. Das ist richtig. Sag jetzt, sag's, komm. Family Guy. Ja.
Es muss Peter Lewis sein. Das war kompletter Bullshit. Jetzt gleich kommt auch noch Peter Pia, Peter Peter. Und dann kommt Mac Peter. Und der Peter. Für 8 Mac. Punkte bekommt ihr noch Dr. Alex Blake. Oh, Alex. Scheiße, ich sag einfach jetzt gerade mal Shameless und muss mal kurz drüber nachdenken. Ja, mach das noch. Das weil ist. Die Serie heißt anders. Ach, sind fuck. Das sind halt wieder so Serien, wo jeder sagt, boah, Mensch, das sind so richtig gute Dinger. Und nee, hat man nix es gibt doch jetzt gesehen. Aktuell eine Arztserie. Komm, ich gebe euch den mit dem Autistenarzt. Ja, schade. Ja. Die so mega durch die Decke geht. What? Mhm. Dr. House? Ich gebe euch noch den vierten Charakter, 7 Punkte. Dafür Dr. Tara Lewis. Oder Tara Lewis. Ja, nicht. Wie heißt sie denn? Wie alt ist sie? Also meine Frau hat, glaube ich, mal so eine gesehen. Die ist aber auch schon, das ist aber auch schon wieder 3 Jahre oder so her. Weißt du nicht, wie alt deine Frau ist? Ja, kann sein, dass sie mittlerweile schon 3 Jahre läuft. The Good Doctor. Ich kann nicht drücken. Ja, du bist ja auch nicht, weil Peter gedrückt hat. Bei mir hat keiner gedrückt. Ach so. Ja, du bist... Bram, lad mal die Seite bitte. Ja, ich glaub, ja, du hast, glaube ich, zu heftig gedrückt. Jetzt kannst du drücken. Den Knopf. Ja, nee, du hast ja schon The Good Doctor gedrückt. Du hast aber auch Punkte bekommen, Bram. Alles gut. Ja, sehr gut. Komm hier, Grey's Anatomy. Du hast mich richtig reingebaitet, du Ficker. Nein, wirklich. Ich hätte das gesagt, wenn du mir Good Doctor gegeben hättest, hätte ich das gedrückt. Du gesagt. Ihr bekommt den fünften Charakter, Matt Simmons. Simmons! Wie hießen die nochmal? 12? Ne, wie hieß nochmal Olivia Wilde bei Dr. House? 17? 13. 13. 13, ja, stimmt. Die habe ich letztens auch gesehen bei, was guckt meine Frau gerade wieder? OC California. Oh, coole Serie. Ich habe das Gefühl, da hat mir Matt Simmons total was coole sagt. Serie. Die haben ja, ich so auch. Ich habe das Gefühl, dass einer schreit. Seinen Namen immer. Ist das zufällig dann Lukas? Hilft euch Charakter Nummer 6, eventuell weiter für 5 Punkte, wenn ihr es wisst. Luke Alves oder Alves. Jetzt kommt ja. Luke Skywalker. Gibt's Doktortitel im Star Wars Universum? Dr. General so auf Akbar. Anhieb hätte ich gesagt nicht. Dr. R2D2. Dr. Moff Tarkin. Ich habe letztens was Interessantes gelesen über Cars, den Film. War Lightning zwar, McQueen. Im Film gibt es die ganzen Maßnahmen, die nach dem 11. September ja getroffen wurden, also diese ganzen Checks und so. Das heißt, in der Welt von Cars hat der 11. September auch stattgefunden. Jetzt ist es ja aber so, dass die Flugzeuge, genauso wie die Autos, da ja eigene Lebendigkeit sind. Haben oh und selber fliegen. Also quasi ja. Der Pilot ist nur so wie bei einem Pferd, sagt hier, flieg mal dahin, aber wenn das Flugzeug sagt, nee, will ich nicht, dann. Und das heißt, in deren Welt waren die Flugzeuge die Bösen, sozusagen. Flugzeugterroristen. Oder andere Terroristen haben die Flugzeuge dazu gezwungen, indem sie zum Beispiel deren Töchterflugzeuge irgendwie eine Waffe an den Kopf gehalten haben. Weil ja. Man diese sind nicht auch noch Planes? Nee, das stimmt, ist ein Film mit Leslie Planes. Nielsen. Plane. Also, nein, es gibt ja, Planes auch noch. Airplane. Die Animationsfilm Planes gibt's auch. Nee, ja, ich glaube, es ist man das nicht einfach so. Sein lassen, also hätte man das nicht einfach komplett rauslassen können. Nein, da musste man thematisieren. Sich Flugzeugterroristen ausdenken. Nein, das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Okay, das ist schon. Ja, ich aber mein, wir sind. Nee, weiß ich nicht, Andi. Ja, okay, dann nicht. Kriegt ihr den nächsten Charakter: Jennifer Giroux oder. Cheerio, Motherfucker. Ramen. Ist das CSI? Nein. Oh nein. Ja, welches, Bram? Miami oder? Ja, nee, das Original. Das habe ich auch schon gesagt. Ja, mit dem Typ mit der Brille. Jetzt gleich kommt irgendwie Abby oder so heißt sie doch. Das wäre Navy CIS. Ah ja, genau, danke. Das meinte ich. Navy CIS. Ist aber auch falsch. Na, schade. Dann gab es noch Jack im Auftrag der Ehre. Ich glaube, das ist doch eine Arztserie. Okay. Ihr kriegt den 8. Charakter, 3 Punkte, David Rossi. Das ist eine Polizeiserie. Wieso das denn? Rossi heißt doch kein Arzt, Alter. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch andere, also andere Leute noch außer Ärzte.
Ah, gut, das ist ein Argument jetzt. Also, oder gibt es in einer Ärzte-Serie nur Ärzte? Das weiß ich nicht. Eine Ärzte-Serie mit, nur mit Ärzten? Das wäre auch cool. Auch ohne Patienten. Nur Ärzte. Ja, vielleicht sind die ja in der Forschung. Dann gibt es da keine Patienten. Ja, und dann das ist doch mal, guck mal, hier könnt ihr wieder Serien schreiben. Hört bei uns zu, ne? Mal was Neues. Ärzte-Serie ohne Patienten. Ja, pass auf, Ärzte. Pass auf, in Serien mit Ärzten sind Ärzte ja meistens die Coolen. Also ja. Warum mich die ganzen Scheißleute rausschmeißen und eine Serie machen nur mit den Coolen. Gut, ihr bekommt den vorletzten Charakter für 2 Punkte, wenn ihr es wisst. Penelope Garcia. Das habe ich auch schon mal gehört. Das habe ich noch nie gehört. Ich meine, überleg mal, wie geil Suits wäre, wenn da nur Anzüge rumlaufen würden. Ohne Mensch. Oder ist eine Schauspielerin. Objects. Und der letzte Charakter, einen ja. Punkt könnt ihr wenigstens hier absnacken. So, Jason Gideon. Gideon. Jason Gideon. Elden Ring. Was? Der heißt Nein. doch, der eine heißt doch Gideon, der eine ja, Gegner. Ja, stimmt, der eine heißt Moff Gideon. Star Wars. 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt kommt's. Dann schließe ich das Ganze. Die Serie heißt Criminal Minds. Okay. Okay. Hätte auch genauso gut Mord ist ihr Hobby sein können. Ist das, das war, ja stimmt, ja, das habe ich geguckt. Mord ist ihr Hobby? Oder Moment, nee, das... genau, und es gab dann noch, aber das war das deutsche Pendant, glaube ich, Adelheid und ihre Mörder. Ah, ja. Hast du denn Criminal Minds geguckt? Nee. Ein paar Folgen von Monk habe ich gesehen. Boah, bei Adelheid und ihre Mörder manchmal. Saß die Redaktion aber auch Legends zusammen. Was ist der deutscheste Name, der euch einfällt? So richtig, so ein urdeutscher Name, Adelheid. Geil, dafür kriegst du Freitag frei. Also kurz, das und ihre, wie hießen nochmal die? Die Schauspielerin da. Evelyn Hamann, genau, ja. Sehr gut. Gut, wir kommen zur nächsten Serie und der erste Charakter heißt Jan Thalberg. Jan Thalberg. Oh, das ist schlecht. Das ist eine deutsche Serie, wa? Christian. Ich sag mal eine deutsche Serie, die ich kenne. Dark. Nein. How to Sell Drugs Online. Fast. Nein. Christian. Jan Thalmann, also Vor- und Nachname haben Thalberg. Die eigentlich immer nur bei... Du warst fast ja, richtig. Thalberg, also GZSZ. Nein. Unter Christian? Uns. Nee. Christian? Marienhof. Nee. Scheiße, was gibt es denn noch? Lindenstraße. Oh, nein. Christian? Verbotene Liebe. Nein. Gibt's... Wie würde man nein. Jan im Englischen aussprechen? Jen. Jen? Jen. Nee, Jan, Jen? Oder? Jen? Ja, aber Jan. Okay, also Jan heißt schwierig. Das ist keine amerikanische Serie. Jan ja, Thalberg ist auch eher so. Ja, Thalberg hätte ich mir noch vorstellen können, aber wenn er. Jen Thalberg. Ihr merkt das an Charakter Nummer 2 für 9 Punkte: Sebastian Hecht. Ah ja. Sebastian Hecht. Ja, und was hackt denn der aus? Okay, Sebastian Hecht. Ja, war ein krasser. Was ist mit Stromberg? Nein. Charakter Nummer 3, ich merke das schon, Christian erst. Lenzen und Partner. Nein. Charakter Nummer 3, ja, der Tatortreiniger. Nein. Heißt, weiß gar nicht, ob man überhaupt 10 Charaktere zusammenbekommen würde. Charakter Nummer 3 heißt Katrin Czorno. Katrin. Ach Gott, ich bin so raus. Ach, ganz klar, Christian. Kennt ja jeder Alarm für Cobra 11. Nein. Ja, war der andere Film mit Alarm. So langsam fallen mir keine deutschen Serien mehr ein. Da gibt's noch welche. Vielleicht hilft euch Charakter 4 weiter. Na klar, da Gerhard Zöll. Oder hatten wir den, hatten wir die schon? Lindenstraße. Hatte ich schon gesagt. Ach, scheiße. Hattet ihr schon. Leid. Gerhard Zöllner ist Charakter Nummer 4. Wir hatten so wie Prison Punkte. Break und Criminal... Oh! Der Frauenknast. Ja, korrekt, richtig. Hinter Gittern, der Frauenknast. Das sind 7 Punkte für Ja, weil bei Criminal Minds und Prison Break, weißt du, das waren so Krimiserien immer bisher. Oh, oder so. Pattern. Ja. Sehr gut. Game of Thrones. Ja, die waren raus. Nee, aber hat dich ja dahin geführt. Also ist er.
Hat das jemand von euch gesehen? Nein. Ja, klar. Ich habe keine der Serien gesehen, die ich gesagt habe. Ja, Frauenknast habe ich mir damals immer angeguckt. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so eine Bram-Serie, ne? Bram. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie denke ich bei Hintergittern der Frauenknast direkt an, das hat Bram geguckt. Ja, früher halt. Also jetzt, weil die lief ja ewig, weißt du, aber so die ersten Staffeln. Ja, okay. Da konnte man mal reingucken. Ich muss gerade mir hier meine Brille sauber machen, damit ich das ja auch sehe, den nächsten Charakter der nächsten Serie. Und der heißt nämlich, 10 Punkte bekommt ihr dafür, Genai oder Genai. Genai. Wie schreibt man das? So. Du siehst es doch, oder nicht? Wie denn? In der Tabelle, in der... Ach so, ja, warte mal, ich mach mal so eine Tabelle auf. Ah ja, guck mal, Genai ist ja ganz einfach. War ich die ganze Zeit drin. Gut, dann kriegt ihr auch direkt den zweiten. Schreibt man das so? Ich dachte gerade so, hä? Ja, ja, ja. Zweiter Charakter, 9 Punkte, Joey. Nein. Christian. Okay, fuck. Ist noch 9 Punkte. Oh, Mann. Ja, ich bleib bei Friends. Nein. Nein. Nein, ist ja viel zu hoch. Wer wäre denn Genai in Friends? Ja, irgendein Jemand, der irgendwann mal vorgekommen ist. Keiner der Ärzte, ja. Das ist Patient in. Dann Charakter Nummer 3. Kari. Oder Carrie. Was sind das für Kacknamen, Alter? Was ist denn Genai, Joey und Kari? Aber die haben auch keine Nachnamen. Kari ist. Ja, also ist das wahrscheinlich wieder irgendein Anime. Nee, wahrscheinlich nicht. Kari ist. Kenne ich. Ich bei mir auch. Er könnte ein Anime sein. Charakter 4 für 7 Punkte. Izzy mit Y aber. YouTube Deutschland. Krasse. Hat er sich danach benannt? Gibt es da etwa trademarkrechtliche Probleme? Auch so leicht passiv-aggressiv diese Frage stellt direkt. Könnte es unter Umständen sein, dass sich das mal jemand anguckt. Charakter Nummer 4. Ist das Attack on Titan? Nein. Ach, lass das nicht wieder so eine Anime-Serie sein, bitte. Charakter Nummer 5 heißt Mimi. Mimi? Ist der Bachelor, da war mal eine Mimi. Oh, wie, warte mal, wie hießen die noch? Weiß, what the fuck? Ich habe eine Staffel Bachelor gesehen. Christian. Die Muppets. Nein. Aber Andy weiß es nur, weil er die auch gesehen hat, weil sonst hätte er die Referenz nicht verstanden. Ja, ja, ich weiß das, ja. War die mit dem Osnabrücker? Die hat mir gefallen. Andy, hast du auch The Circle gesehen? Also nicht alles, aber ein paar Folgen, ja. Okay, Too Hot to Handle? Nein. Hat nicht, okay. War das mit How to Get Rich? Kennt jemanden, der bei Too Hot to Handle mitgespielt hat? Oder das, wo die Promi-Paare gegeneinander antreten? Weißt du, wie das heißt? Traumhochzeit? Achso, Promi-Paare. Ja, das wird das ja jetzt hier nicht sein. Ich frage dich gerade, Andi, ob du das gesehen hast. Achso, du meinst Sommer aus der Stars? Nee, was meinst du? Nee, wo die dann immer zu zweit dann da reingehen. Ist das die Promis unter Palmen oder so? Nee, das ist doch, wo die nackt sind, oder? So. Dance. Aber Promi-Paar gegeneinander ist Sommerhaus. Das habe ich mal geguckt, ja, aber jetzt letzten zwei Staffeln glaube ich auch nicht mehr. Ich gebe euch den nächsten Charakter in dieser Serie. Ja, jetzt machen wir mal weiter. Du kannst auch schon die nächsten zwei, glaube ich, geben. Für 5 Punkte Sora. Das ist ein Anime. Sora K irgendwoher. Ja. Ram. Ist das Avatar? Nein. Und für 4 Punkte gebe ich euch noch den Charakter TK. T.K. Ich. Kommt drauf an, manchmal ist das lecker. Tiefkühl, ja. Geht klar. Ich habe keine Ahnung. Gut, also, ich kann dir sagen, Andi, wenn Bram hier nicht drückt, dann kannst du gerne weiter. Okay, machen. Ja, ich gebe euch direkt den Charakter Nummer 8 für 3 Punkte, wenn ihr es wisst. Matt. Matt ist natürlich, da kommt man sofort drauf, im Gegensatz zu Joey. Es hat kein anderer Charakter in einer Serie jemals diesen Namen gehabt, ja. Aber vielleicht, ja, Charaktername Nummer 9 ist ein bisschen eindeutiger, wer weiß,
Tai oder Tai, Tai. Mhm. Ja, volle Kanne. Wenn er jetzt nicht Son Goku kommt, weil ich nicht glaube. Schauen wir mal, für einen Punkt gebe ich euch Agumon. Bram. Digimon. Das ist korrekt. Einen Punkt für Bram und immerhin. Ja, heute haben wir die Creme de la Creme der Serien heute auch wieder. Ja, komm, aber hier, Digimon habt ihr auch geguckt. Nee. Natürlich nicht. Klar habt ihr Digimon geguckt. Nein. Und Peter war der größte Digimon-Fan. Ich kann mir über die Stumpftierrate da stehen davon. Ich hab damals noch nicht mal Pokémon geguckt und mir war auch schon klar, dass Digimon der Schmutz von Pokémon ist. Gut, wir kommen zur nächsten Serie. 4 Serien haben wir noch, glaube ich. Und genau. Und der erste Charakter für 10 Punkte. Jetzt. Philip Anderson. Warum drücke ich eigentlich so falsch? Ich sag Matrix. Du bist noch im 50-Fragen-Quiz. Ja, ich hab tatsächlich an Matrix gedacht. Er ist aber falsch. Die Serie. Ja. Mr. Anderson. Charakter 2, 9 Punkte. Mary Morstan. Oder Morstan. Aha. Philipp. Aha. Ist das Philipp? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Nee, die könnte auch weniger Stan sein. Dann Charakter 3. Irene Adler oder Irene Adler? Scheiße, das weiß ich. Sherlock. Ja. Das ist Sherlock. Das ist Sherlock, genau. Sehr gut. 8 Punkte. Da haben wir eine gute Serie gehabt. Da hat man so einen Charakter so weit oben setzt. Die waren in 3 Folgen oder so dabei. Alter, die hat eine ganze. Ja, in 3 Folgen. Du meinst von denen, wo die Staffeln immer nur 3 Folgen lang waren? Wer ist denn das? Die war die eine Person, die Sherlock gemacht hat mit ihrem fucking Handy, ja? Irene Adler. Das stimmt, die war wichtig. Die ja, genau. Das ist der Handy? Punkt, Peter. Auf Platz 8 sollten keine wichtigen stehen. Ja, das ist, ich glaube, in den Stories ist Irene Adler, die kommt ja auch in den Büchern vor, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die habe ich nicht gelesen. Ist das die quasi die Frau, die ihm so ein bisschen, ja, um den Finger wickeln kann durch ihre Intelligenz und so ein bisschen die Stirn bieten kann und die ihn sehr fasziniert. Ich muss mal wieder Sherlock gucken. Ich kann mich da null dran erinnern an Irene Adler. Die taucht nackt auf. Ah, jetzt? Ja, vielleicht hätte er sein können. Nee, weiß ich einfach nicht. Das die, wenn er sich jemanden anguckt, dann sieht er ja immer diese Schriftzeichen, weißt du, mit den einzelnen Sachen, die die Leute ausmachen. Mhm. Weil bei Irene Adler, wenn er sie anguckt, obwohl sie nackt ist, sieht er die ganze Zeit immer, wenn er mir nur so Fragezeichen eingeblendet. Ja, da sein könnte ich an die Szene erinnern, sie war sehr ikonisch. Ja, also nur finde ich halt lustig. Ich kann immer denken, außer er sieht Irene Adler nackt, dann kommen da so. Sabba. Ja, gut, können wir das stimmt. Ja, okay. Das ist ein Argument, gebe ich zu. Wir kommen zur nächsten Serie und der erste Charakter für 10 Punkte: Dr. Pershing. Brammen. Gut, Doktor. Ist das vielleicht The Good Doctor? Das wird der wohl durchgehen lassen, oder? Ja, glaube ich auch. Das Ding ist, ich sehe gerade, hier steht gar nicht der Serientitel dabei. Also, Bram, du kriegst halt vielleicht. Good wie. Ah, okay, ich weiß es, es ist falsch. Ist falsch, okay. Nur mal einfach mal, Dr. Pershing ist doch aus. Christian. Wobei, den habe ich noch nie gehört, den Namen Lost. Auch falsch. Dr. Pershing. Was ist das? Ja, vielleicht hilft euch der zweite Charakter weiter. 9 Punkte. Sash Ketter oder Sash Ketter. Sash Ketter hört sich an wie so ein Name, der absichtlich falsch rum ausgesprochen wird. Weißt du, Cash Setter oder so heißt er eigentlich, aber das ist Sash. Ja, aber Sash Ketter, so wie Seta Mitz, weißt du, so ungefähr. So hört sich Sash Ketter an. Vielleicht auch der nächste Charakter für 8 Punkte. Koska Reeves. Oder Koska Reeves. Ja, Koska Reeves. Boah, nee.
Keine Ahnung. Boah, Koshka Reeves war bestimmt ein krasser Dude, Alter. Irgendwas mit, weiß nicht, Keanu? Vielleicht heißt er auch Roska Keeves. Vielleicht heißt er auch Roska Keeves, ja. Dann heißt Charakter Nummer 4 bestimmt eigentlich Rapper Tolf, aber wahrscheinlich eher Trapper Wolf. Trapper Wolf. Rapper Tolf. Das ist auch seine Jobbezeichnung, einfach sein Vorname, weil er alles einpackt. Aber ist in diesem Fall auch wirklich seine Jobbezeichnung, oder ist das ein Trapper? Er könnte auch sein, natürlich. So wie Dr. Pershing heißt wahrscheinlich nicht Doktor. Meinst du? Stimmt. Da heißt er auch Dr. Dershing. Dürfte man das eigentlich in Deutschland machen, sein Kind Doktor nennen? Oder würdest du dann einen akademischen Titel sozusagen vortäuschen? Wahrscheinlich dürfte das eintragen und anschließend wird es verklagt werden wegen Aneignung oder so. Das Ding ist, ich glaube, der Name muss ja wirklich ein echter Name sein. Du kannst ja jetzt nicht einfach dein Kind Bügeleisen nennen. Warum ist doch ein echter Name? Es gibt doch Leute, die nennen die Paris oder so. Ja, warum kann man bitte nicht Doktor Paris heißen? Paris ist ja Name. Ja, aber weil jemand hingegangen ist und Paris sich gedacht hat, Mensch, ist eine schöne Stadt. Ja, es gibt ja eine Familie, die... Familie Ritter? Oder meinst du eine andere Familie? Was? Die haben ihre Tochter Angelina Jolie genannt, weil Angelina und Jolie sind ja beides Vornamen. Die heißt dann irgendwie Angelina Jolie Schmidt. Aber vielleicht waren die einfach Fans von der Schauspielerin. Ja, wahrscheinlich. Müssen wir gerade Familie Ritter in so Ritterrüstung vorstellen. Auf Pferden reiten. Boah, ist das blöd, ey. Lass mal hier bitte weitermachen. Ja, ja, aber Peter, du kennst Familie Ritter, oder? Ja, ja. Ja. Sehr gut. Ja. Kennt man. Fennec Shand. Fennecke! Oh, Fennec! Warte mal. Fennec habe ich schon mal gehört. Mhm. Das ist ja schon mal was. Aber in welchem Zusammenhang? Ja, Fennekes. Nee. Dann hilft dir vielleicht. Klingelt. Vielleicht klingelt bei der 5 ein bisschen mehr. Ja, 5 Punkte. Oh, oder da ist ein Leerzeichen verrutscht. Dann ist eigentlich Fennecs Hand. Bitte, Andi, erlöse uns. Ahsoka Tano. Oder Christian. Ah. Ist das. Ja. Clone Wars? Nein, ist es nicht. Nein. Christian? Ist er dann Fennec Mandalorian? Ja. The Mandalorian ist korrekt. Oh. Ja. Und das gibt 5 Punkte für dich. Damit hast Good du. Es hätte auch noch Ahsoka die Serie sein können, aber die gibt noch nicht, oder? Glaub nicht. Damit, Peter, Alter, wer ist aktuell. Denn? Aber Führung 52 für Bram, 41 für Christian, 31. Jetzt darfst du, Christian. Warte, okay. Wir haben jetzt auch 10, oder was? Krass, Peter, freu dich. Jetzt geht ab. Oh was mein Gott, Alter, Dr. Pershing. Ist schon voll der krasse Hinweis. Also, Bram hat's Maul, Junge. Andi. 12. Es kommen jetzt noch 2 Serien. Ah, okay. Und ja, jetzt, also ganz ehrlich, da waren wir nicht so klug. Also Dr. Pershing ist den... Das ist schon ein krasser Tipp gewesen. Ja, wer merkt sich den Namen bei dem Mandalorian? Ja, aber der hat nicht nur, der ist nicht einfach nur kurz dabei, sondern der hat wirklich da auch, das ist der mit der runden Brille, der Doktor hat. Also der hat auch wirklich was. Ah, der, ne? Der böse Doktor. Ja, ich will ja jetzt nichts zu sagen, weil vielleicht haben Leute, die das noch nicht gesehen, aber das ist jetzt nicht einer, der mal kurz ins Bild rennt. Das ist, um das mit dem Namen des ersten Charakters der nächsten Serie zu betiteln, ja. Schade oder Shadi eigentlich geschrieben. Alter. Aber ich wollte einen guten Übergang hinbekommen. Nice. Ist egal. Shadi. Shadi. Vielleicht auch Shadi? Shady? Slim Shady. Hey, das ist Shady, Eminem die Serie. Oder Shadi? Gut. Party. Nächster Charakter, 9 ja. Punkte. Raphael. Kommt. Die Turtles. Nein. Ich sag 4 Blocks, weil ihr gerade so assi gesprochen habt.
Nein. Ah. Wie sagen wir Asi? Wir haben Shadi und Shiny gesagt. Ja, nee, aber das klang war einmal so ausgesprochen. Voila. Ich vielleicht, weißt du, noch. Charakter Nummer 3 für 8 Punkte, wenn ihr es wisst. Atemu. Peter, das ist wieder ein Anime. Atemu, das haben wir schon mal gehört. Peter, das ist wieder ein Die haben alle wieder keine Nachnamen. Ja, das ist wieder. Ihr müsst mal anfangen, solche großartigen Serien zu gucken. Nee. Alleine schon, guck dir mal, stell dir mal vor, ich würde jetzt One Piece anfangen. Dann bin ich ungefähr fertig, dann trete ich in Rente ein. Nee, das stimmt ja gar nicht. Ich meine, du könntest ja jeden Tag eine Folge gucken. Ja, nee, das geht schon nicht. Dann brauchst du nur 4 Jahre. Das heißt, wenn du das nicht jeden Tag schaffst, dann hast du, ach oh, scheiße, jetzt 8 Jahre. Ja, wenn du mal sagst, Charakter, boah, ich weiß nicht, was ich gucken soll, weißt du, kannst aber auch einfach GZSZ nachholen. Nee. Oh, nee. So viele Serien mittlerweile, das ist ja das Problem. Die alten guten Serien, also es gibt so viele Serien, dass man bei alten guten Serien sich echt dafür Zeit nehmen muss. Also so Sopranos habe ich ja jetzt erst geguckt. Und das hat sich gelohnt. Hätte man früher machen sollen. Ja, ich gebe euch trotzdem jetzt Charakter Nummer 4. Ja, bitte. Ja, mach bitte. Das weiter für 7 Punkte. Weevil Underwood. Ja, komm, sag es. Komm, sag Unterberg. Das nee, scheiße, ich war ein Vollidiot. Die mit Kevin Spacey, ich gebe euch jetzt den Tipp, mir fällt der Name nicht ein. Du meinst House of Cards? Du meinst House of Cards? Ich meinte House of Cards, weil die hießen doch auch Underwood, aber das ist, glaube ich, auch falsch. Das wäre ja auch Hauptperson. War Frank oder? Underwood und die Frau hieß Weevil. Ja. Die hieß Kate oder so? Ich weiß auch nicht. Claire hieß die. Claire hieß die. Kannst du mir das mal erklären? Dann, Christian. Rings of Power. Nein. Charakter Nummer 5 für 6 Punkte. Darts, aber mit Z hinten. Geil, das ist wie Barts. Nur mit D statt B. Das ist so wie Dart, nur mit Z. Das sind, wenn du 2 Dartpfeiler hast. Hast du 2 Darts? Ja, genau. Alter. Charakter Nummer 6. Für 5 Punkte. So deep hier einfacher. Duke Devlin. Duke Devlin, okay. Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ja, ich setz alles auf Anime. Aber Peter, ja? Man sieht dich innerlich sterben. Dabei ist Peter Erster. Und zwar, guck mal, wir haben noch 2 Kategorien. Das heißt, wir müssen gleich einen Zehner musst du raushauen, damit du Peter überhaupt einholen kannst. Ich möchte nach der Folge gerne noch ein paar Sachen irgendwie durchgehen in der IMDb-Topliste mit Andi, weil ich wissen will, was der geguckt hat und was nicht. Andi, hast du die Serie hier gesehen? Ist doch ein Tipp für alle. Ja, ist auch vielleicht gerechtfertigt jetzt bei der Anzahl an Charakteren, die ihr schon bekommen habt. Nein. Wer hätte es gedacht? Also könnte doch wieder eine gute sein. Hallo? Ich hör auf, Andi, es tut mir leid. Es tut mir leid. Das ist ein neckisches Lieben. Der 7. Charakter für 4 Punkte. Für den lieben Christian, den lieben Bram und das Arschloch Peter. Bakura. Ja, Bakura, Junge. Ja, Bakura, das ist Yu-Gi-Oh! Das ist Yu-Gi-Oh! Korrekt! Sehr gut! 4 Punkte! Ja, das war ein Anime. Ja. Sehr gut. So, 48 für Bram. Damit ist Peter wieder ein bisschen in Reichweite. Ja, Schlagdistanz mit 6 Punkten. Easy Snacks, das bleibt den ersten. Vorweg, das ist die Dinos, kommt jetzt. Du brauchst 7 Punkte, du bist ja vorbei. Okay. Ihr buzzert ja auch teilweise falsch, ne? Muss ja auch immer bedenken, das kann ja auch Peter machen. Vielleicht schon mal vorgekommen. Das ist richtig. Genau. Aber da ich jetzt gar keine Chance mehr habe, hau ich jetzt gleich voll rein. Es ist die letzte Serie und der erste Charakter aus dieser Serie heißt Leon Harvey. Christian. Ach Mann. Sag Suits. Ja. Suits. Wahrscheinlich nicht. Die einzige ist falsch. Vielleicht war das ja die Mutter oder so. Leanne. Genau, und er heißt Harvey mit Nachnamen. Er heißt Harvey mit Vornamen und die Mutter heißt Harvey mit Nachnamen. Genau, deswegen heißt er Harvey Harvey. Ja.
Aber Leanne ist auf jeden Fall so ein Name, da würde ich sagen, das ist unsere kleine Farm. Ist falsch. Du willst unbedingt, dass es eine dieser 80er-Serie ist. Ja, diese alte, aber die hat, also die ja, hat ja aber auch nein, gar nicht genommen. Was, das ist jetzt wieder irgendwas mit Polizei oder so, weißt du, das könnte jetzt Navy CIS sein oder... Deswegen ist da CSI Miami. Ja, zum Beispiel. Nein, ist es nicht. Oh. Christian? Navy CIS. Ja, genau. Nein, ist es nicht. Nein. Da ging die Stimme so ein bisschen, wenn Andys Stimme hoch... Oh, nee, Mist. Der zweite Charakter für 9 potenzielle Punkte, Will Conway. Will Conway. Ja, guck mal, das ist auf jeden Fall so eine Serie, weil Conway war ein Böser, der heißt nämlich schon Con mit erster Silbe. Das ist der böse Weg. Ja. Will der böse Weg. Will Conway war ein Böser. Ja, der Will Gegenweg. Conway. Oder vielleicht hieß der Will Conway Harvey eigentlich, dann war der Bruder, der böse Bruder von Harvey Harvey. Dann dann ist Charakter Nummer 3 bestimmt das dritte Mitglied bei Oasis, und zwar Christina Gallagher. Das habe ich aber schon mal wirklich gehört. Moment. Gallagher. Ich wette, also. Ist das so ein Name, der oft in Serien vorkommt? Ja, frage mich auch gerade. Gallagher. Weil da sind auch wieder Vor- und Nachnamen. Also, ne, wir sind schon mal nicht mehr im Anime-Bereich. Und ich wette, wir sind auch nicht so weit weg von so Krimi-Kram. So, und deswegen könnte. Was gab es von Criminal Minds oder so gab es? Das hatten wir ja schon. Also, ja, haben wir noch. Das habe ich aber nie gesehen. Was gibt es denn noch so? Gibt es da nicht so irgendwie Cold Cases oder so? Christian. Jack im Auftrag der Ehre. Nein. Christian. Bones. Nein. Charakter Nummer 4 für 7 Punkte, potenziell zumindest, ist Peter Russo oder Russo. Oh! Bram. Das ist der Kongressabgeordnete und das ist jetzt House of Cards. Das ist House of Cards, du hast 7 Punkte, damit überholst du Peter mit einem Punkt auf 61 und gewinnst diese Folge. Oh, wie belastend. Nice. Okay, aber verdient, muss man auch dazu sagen. Peter Russo, okay, der glatzköpfige Kongressabgeordnete, der sich geil die Pulsadern aufschlitzt. IMDb. Volles Spoiler. Soll ich jetzt abmoderieren, Peter, oder willst du jetzt Warte. Ich gucke jetzt wirklich nach, ob Prison Break, also wieder Das kann ich auch mal gut machen. Das ist eine gute Idee. Ja, ich bin schon dabei. Prison Break. Von 2005, Andi, richtig. Oh. Hat eine Durchschnittswertung von 8,3 von 10. Bei 551. Beliebtheit. Das ist die 183 beliebteste Serie. Ja, ist ganz oben mit dabei. Also 8,3 finde ich jetzt aber echt nicht so verkehrt. Ja, 138 von allen Serien, die es gibt. Ja, das heißt ja nicht, dass es in der. Peter. 183 sogar ist ja noch schlimmer. Ganz oben mit dabei. Also, Breaking Bad hast du bestimmt gesehen, Andi, oder? Habe ich gesehen, komplett, ja. Sehr gut. Dann, also ich lasse die ganzen Dokus mal raus. Band of Brothers. Wait, aber da kommt noch The Wire, Peter. Nee, in meiner Top 250 von IMDb nicht. Was ist denn dann, wie viel hat er Band of Brothers? Band of Brothers hat 8,4. Lol, da kommt aber noch The Wire mit 9,3. Band of Brothers hat nur 9,4. Ich wollte gerade sagen. Wie heißt die Serie? Band of Brothers. Habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Guck ich mir jetzt nochmal an. Okay, das ist schon mal schwierig. Tschernobyl. Oh, die war gut. Oh, das wollte ich drei. Gucken. Auch aber ist, ich glaube, man kann, also ich habe keinen Bock, einfach 1000 Abos abzuschließen. Und ich glaube, das ging nur bei HBO, oder? Ich glaub, ja, ist richtig, ist geil. Ja, ist Tschernobyl habe ich mir aber auch geholt. Tschernobyl nicht Netflix? Nee, Tschernobyl war HBO. Das Tschernobyl habe ich mir geholt, Andi. Die kannst du dir auch eigentlich wirklich gut bestellen, weil es gibt halt nur eine Staffel. Aber so, du musst jetzt nicht 28 Staffeln kaufen. Wer streamt es? Das gibt's doch. Gibt's das nicht bei Wow oder so da mit dabei? Ja, weil dann kannst du das mal, glaube ich, bei Ja, dann kannst, weil dann kannst du dir einfach Wow kurz holen für einen Monat, guckst Tschernobyl, Sopranos, ja. The Wire ist da, glaube ich. Dann Last of Us. The Wire ist da auch, ist auch HBO. Ja, guck mal. Last of Us und hier House of Dragon. Dann hast du für einen Monat für 3,99. House of Dragon lässt immer sein. The Wire ist die 4, Andi, The Wire. Noch nie gehört, keine Ahnung. Ich
möchte noch mal ganz kurz sagen, dass alle meine kleinen Sticheleien Richtung Andy diese Folge vollkommen gerechtfertigt waren. Ja, aber guck mal, auf der 7, da ist Avatar, der Herr der Elemente. Ja, Top 5, legit Top 5 Fiktionalserien ist Avatar, der Herr der Elemente. Und ich überlege gerade, einen Anime zu gucken. Er ist auch saustark. Okay, aber Anime hab ich, ist nicht so meins. Irgendwie. Ja, da also fühle ich mich wieder wie ein Bruder zu mir. Guck mal lieber Band of Brothers, Andy. Gibt's auch nur eine Staffel. Ja, die ist awesome. Okay, das waren die Top 5. Oder die erste Staffel True Detective. Auch noch nie gesehen. Tja. Tja, noch viel vor mir, was Popkultur betrifft. Aber mein Leben ist ja hoffentlich noch lang. Andi, du kannst jetzt einfach sagen, du nimmst dir jetzt Urlaub, um die Serien nachzuholen. Und dann muss Peter die... Das wäre legitim. Stimmt, das ist Fortbildung, ne? Hm. Nix ist das. Berufsbilden, das ist wichtig. Nix! Du hast das heute schön moderiert, Andi. Danke dir. Dankeschön. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch an Bram zum Gewinn. Ja, knapp vor Peter mit 60 und Christian mit 34. Dankeschön auch fürs Vorbereiten und an euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.